Es ist Nacht und alle schlafen. Mr. Enderman auf dem Baum, Blaze im Biergarten, Zombie auf dem Balkon, Polly in der Küche, Mr. Witterskeleton in seinem Bett und Mr. Spinne auf ihrem Sofa. Nur Mr. Lava Creeper schläft nicht. Doch er schaut aus dem Fenster und sieht etwas. Haha, ich breche jetzt bei Mr. Spinne ein. Er ruft sofort Zombie an. Warum geht denn jetzt niemand ran? Geh ran, Zombie! Am besten gehe ich durchs Glasdach rein. So, offen. So, dann kann ich jetzt hineingehen. Boah, Zombie, geh endlich ran! Zombie! Ja, Zombie hier, was kann ich tun? Was? Bei Mr. Spinne wurde eingebrochen. Ich mache mich sofort auf den Weg. Der Einbrecher ist noch im Haus. Okay, ich beeile mich. Hoffentlich ist Mr. Spinne nichts passiert. Ich mache mich direkt auf den Weg. So, dann beeile ich mich mal. Hoffentlich ist Mr. Spinne noch nichts passiert. Es ist zwar Mitternacht, aber ich mache jetzt einfach die Sirene an. Mann, jetzt wurde ich auch noch von meinem eigenen Blitzer geblitzt. So, da bin ich. Aha, da ist ja der schöne Spiegel. Den nehme ich gleich mal mit. Aha, ich hab ihn. Beeilung, ich muss die Tür aufbrechen. Schnell rein da. Mr. Spinne, wach auf! Ah, Zombie, was machst du denn hier? Sei leise, in deinem Haus wurde eingebrochen. Was, in meinem Haus? Der klaut doch bestimmt auch den Fernsehen. Ja, ich beeile mich, den Verbrecher zu fangen. Viel Glück, Zombie. Danke, ich werde ihn verhaften. Oh nein, ich höre etwas. Ich gehe am besten schnell aufs Dach. Ich stoße das Glas am besten nach unten, um es dem Polizist zu versperren. Nice. Polizei, auf den Boden. Ah, Zombie, was machst du denn hier? Oh Gott! Leg die Waffe hin oder ich schieße. Niemals lege ich die Waffe hin. Du bist verhaftet.